Medipolis, Ihre Online-Apotheke. Gut beraten, clever gespart. Inside, das Prose Baskets TV-Magazin. Servus, schön, dass Sie alle mit dabei sind. Halbfinalzeit in der Basketball-Bundesliga. Wir sind mittendrin und deswegen der Playoff-Bart. Er darf, er muss und er wird hoffentlich noch ein bisschen weiter wachsen. Aber das gibt uns natürlich auch die Zeit, mal ein bisschen abseits des im Moment so wichtigen sportlichen Parketts zu blicken. Und da gab es eine, wie ich finde, sensationelle Business-Club-Veranstaltung der Brose Baskets. Die stand unter dem Thema Macht, Geschichten von Erfolg und Scheitern. Auf dem Podium bei der Diskussion keine geringeren als der Vorstandsvorsitzende der Adidas AG Herbert Heiner und natürlich auch Michael Stoschek von Brose. Den Beginn aber an diesem tollen Abend, den machte eine ganz andere, nämlich die ehemalige Fußballnationaltorhüterin und ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende des Hamburger Sportvereins. Katja Kraus heißt die Dame und ist mittlerweile Autorin. Ihr Erstlingswerk, zugleich auch der Titel des Business Club Abends, Macht, Geschichten von Erfolg und Scheitern. Sven Hannawald hat immer versucht, den perfekten Sprung zu springen. Als Kind hat er geweint, wenn ihm nicht der weiteste Satz gelungen ist. Heute zeigt er seinem Manager stolz ein Foto von einem Fußballspiel, bei dem er gerade 3 Tore geschossen hat. Sein Verein spielt in der Kreisliga, die lokale Zeitung berichtete darüber. Fußball ist sein Hobby. Sein Beruf ist es jetzt, Autorennen zu fahren. Wenn er verliert, weint er nicht mehr. Dazu gewinnt er zu selten. Aber er hat wieder einen Inhalt, der ihm hilft, mit der Vergangenheit abzuschließen. Nach seinem letzten Sprung versucht er als TV-Kommentator eine neue Rolle in seiner vertrauten Welt zu finden. Das hat nicht funktioniert, weil er nicht funktionierte. Als Beobachter am Rande der eigenen Leidenschaft zu stehen, in Sichtweite der selbstgewählten Lehrstelle, das hat er nicht ausgehalten. Die eine kurze Lesung anschließende Podiumsdiskussion befasst sich natürlich auch mit dem Thema Macht. Was ist Macht eigentlich? Was macht Macht aus? Aber es geht natürlich auch um Sportliche, vor allem natürlich, wenn man den Hauptsponsor der Brose Baskets und einen Aufsichtsrat des FC Bayern München zu Gast hat. Für wen schlägt denn jetzt wirklich Ihr Herz im Basketball? Naja, also zunächst mal darf ich Ihnen sagen, dass wir sehr froh sind, dass wir die beiden besten deutschen Basketballmannschaften ausrüsten, denn ich glaube, alle, die vom Basketball eine Ahnung haben und die ersten 2 Spiele gesehen haben, sind der Meinung, dass das eigentlich das vorgezogene Finale ist. Insofern werden wir definitiv eine Mannschaft, die für Adidas spielt, im Finale haben. Ich persönlich, ich habe es vorher schon gesagt, ich würde mir wünschen, dass es 5 Spiele gibt, die wirklich spannend sind. Die ersten 2 waren es ja und zum Schluss soll der Bessere gewinnen. Ja. Herr Stoschek, damit mit der Bessere soll gewinnen, hat er ja recht. Ne? So. Ich möchte mich da doch lieber festlegen. Aber ich muss auch betonen, dass wir sehr dankbar sind, dass Bayern München in diese Sportart eingetreten ist, ihr damit einen massiven Popularitätsschub gegeben hat. Und Sie haben zu Recht gesagt, viele erwarten oder sehen in dem Halbfinale eigentlich ein vorgezogenes Endspiel. Und da man an seinen Gegnern wächst, freue ich mich auf die weiteren Begegnungen. Sie sind ja sehr lange schon im Management gewesen, kennen viele Vereine, weil Sie bei Eintracht Frankfurt Pressesprecherin waren, haben nun durch zumindest Gespräche Basketball kennengelernt. Was würden Sie dann einfach mal als, ich sag's jetzt mal so, Außenstehende, was sagen Sie zu den Strukturen, die Sie hier in Bamberg vorgefunden haben, im Vergleich zu dem, was Sie bei den professionellen Fußballmannschaften vorfinden? Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber Sie können es vielleicht bestätigen, dass ich das gesagt habe, auch als wir beide oder wir drei mit Herrn Heider gemeinsam gesprochen deswegen haben. Deswegen frage ich. Deshalb
Ich sage es jetzt nicht, weil Sie heute Abend eine so wunderbare Veranstaltung hier organisiert haben, sondern weil ich wirklich auch bei den Gesprächen, die wir geführt haben und allem, was Sie mir hier gezeigt haben, als ich zum ersten Mal hier war, gesehen habe, dass das wirklich eine extrem hohe Professionalität hat, was Sie tun, dass ich gerade in den Bereichen Marketing der Meinung bin, dass es den einen oder anderen Fußballverein immer noch gibt, der dahinter deutlich zurücksteht und dass ich aber auch, und das mag jetzt vielleicht überraschen, aber dass ich gerade im sportlichen Bereich auch ganz beeindruckt war, wie wissenschaftlich, wie weitsichtig da gearbeitet wird, und da glaube ich auch ist Basketball durchaus an der einen oder anderen Stelle auch schon deutlich weiter als der Fußball. Glauben Sie persönlich manchmal auf Basis Ihres jahrzehntelangen Erfolges und der damit verbundenen finanziellen Absicherung, dass Sie noch Bodenhaftung zu den momentan Alltäglichkeiten haben? Ah ja, in Bezug auf, ich glaube, es heißt normale Probleme des Lebens, Umgang mit anderen Durchschnittsmenschen oder auch in der Durchsetzungsmöglichkeit von Zielen? Oder kann das alles auch eine Belastung sein? Also Bodenhaftung ist sicherlich keine Belastung. Und also ich glaube, es ist immer schwierig, sich selber zu beurteilen, aber also abgehoben bin ich nur wirklich nicht. Ich bin ja auch ein Mensch, der im Prinzip alles selber machen will. Also eine Management-Eigenschaft, die mir relativ schwierig gefallen und schwer gefallen ist, ist die Delegation. Okay. Weil ich bei vielen Dingen immer denke, ich kann es doch selber am besten. Und es ist dann auch so. Und ich saß auch in dem Büro, in das jeder reingucken konnte von außen. Es war keine feste Wand, wie unsere ganzen Manager können sich ja nicht hinter festen Türen und Wänden verkriechen. Also wir haben totale Transparenz. Bei uns essen die Chefs das gleiche Essen wie die Mitarbeiter. Die haben übrigens auch den gleichen Schreibtisch, vom Sachbearbeiter bis zum Geschäftsführer. Also abheben gibt es in unserer Firma nicht, und ich nehme schon für mich in Anspruch, ich habe das vorgelebt. Die erste Frage an Sie: Was bedeutet Macht für Sie als Person? Sie haben ja eine sehr machtvolle Position. Was bedeutet Macht für die Firma Adidas, die Unternehmensgruppe insgesamt, und für die Marke Adidas im Speziellen? Ich glaube, Ihre Ausführungen haben ja schon deutlich gemacht, dass es sehr kompliziert ist, Macht wirklich zu beschreiben und was Macht eigentlich bedeutet. Ich glaube, auch jeder von uns hier im Saal hat eine etwas andere Definition von Macht. Was mir unheimlich Spaß macht, ist, dass ich entscheiden kann, letztendlich, wo die Reise hingeht, was wir mit unserer Marke machen, ob wir einen Verein unter Vertrag nehmen oder nicht. Natürlich haben wir unsere Spezialisten, und ich unterhalte mich mit unseren Leuten, höre mir ihre Meinungen an, aber wie es oftmals so ist, sind nicht alle derselben Meinung, und dann muss man auch mal ein sogenanntes Machtwort sprechen, und das finde ich gut, dass ich das machen kann, dass ich die Freiheit habe, dann auch zu entscheiden. Natürlich lebe ich auch mit der Verantwortung hinterher. Also eine Selbstverständlichkeit Macht. Die Führungskräfte beschäftigen sich mit dem Thema Führung, aber mit dem Thema der Macht, den tatsächlichen Einfluss, wird das gar nicht reflektiert aus Ihrer Sicht? Also da sich auch hier niemanden mächtig fühlt, möchte ich dann vielleicht auch noch unsere gemeinsame Episode erzählen, in dem ich zumindest die Macht von Herrn Heiner erfahren habe, nämlich ich kam als Praktikantin zu Adidas, hatte einen, ich gebe zu, es war ein wirklich brachialer Fehler, aber ich hatte einen Rucksack auf, und das war ein Nike-Rucksack. Und das war wirklich nur ein, es war ein sehr, sehr kleiner Swoosh. Ich war immer schon als Sportlerin, auch Adidas-Athletin. Es war mir nicht so bewusst, dass es ein Nike-Rucksack war, wirklich. Aber wie es der Zufall will, begegnet mir also Herr Heiner im Aufzug. Und ich wurde dann in meine Abteilung geführt und packte aus, und dann sagte mir jemand, Sie sollen zu Herrn Heiner kommen. Und ich dachte, das ist ja ein super Laden, hier werden die Praktikanten vom Vorstandsvorsitzenden begrüßt. Und ging also nur nach oben, und dann begrüßte mich Herr Heiner erstmal noch freundlich und sagte dann, Frau Koster, das war heute Ihr letzter Tag. Und
Ich verstand das nicht direkt und dann hat er mich darauf hingewiesen, völlig zu Recht, also mir ist das sehr machtvoll erschienen, Sie erinnern sich gar nicht mehr dran, aber für mich war das eine sehr eindrucksvolle Lehre für meinen beruflichen Weg im Hinblick tatsächlich auf Identifikation, für Professionalität und wirklich auch den Blick aufs Detail. Also ich war in dem Fall zur Unterstützung meiner eigenen These diejenige, die Macht entgegennahm und das auch wirklich sehr nachdrücklich empfunden hat. Ich hab das nicht als so machtvoll empfunden. Ich wollte Ihnen nur auf Ihrem weiteren Berufsweg etwas behilflich sein. Ja. Ich ahne, Sie werden die Frage lieben, Herr Stoschek. Was war Ihr größter Misserfolg? Aber genau aus diesem Grund wurde sie ja sicherlich auch gestellt. Also im beruflichen Umfeld gestehe ich, da fällt mir nichts ein. Im Persönlichen ist sicherlich ein Misserfolg, ganz klar ein persönlicher, wenn es Ihnen als Unternehmer nicht gelingt, die Freude an Ihrer Tätigkeit Ihren Kindern zu vermitteln, mit der Folge, dass Sie das weitermachen möchten. Ah ja, okay. Das ist mir offensichtlich nicht gelungen. Herr Heiner, die Lieblingsfrage für Sie, was war Ihr größter Misserfolg? Ich glaube, dass ich bisher in meinem Leben von richtigen großen Misserfolgen verschont geblieben bin, aber wie Sie sicherlich alle der Presse entnehmen, war der Kauf und der Verlauf des Geschäftes von Reebok jetzt nicht unbedingt ein Erfolgsschlager bisher, aber da arbeiten wir noch dran. Okay. Sehr schön, dafür drücken wir die Daumen. Und lassen Sie diese eine Zusatzfrage nochmal erlaubt sein, die Zeit, bei der Sie dann sagen, selbstbestimmt hoffentlich, dieser Zeitpunkt wird kommen, wo Sie nicht mehr ins Unternehmen eingreifen wollen. Also der wird hoffentlich nicht kommen. Okay. Dass ich an meiner eigenen Firma kein Interesse habe, das möge mir der liebe Gott ersparen. Ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch, dass Sie sich zu diesem, ja doch, denke ich, aus meiner Sicht auch sehr intensiven Thema und an einer oder anderen Ecke haben wir es auch gemerkt, etwas schwierigen Thema, weil es ja doch sehr nah an den Menschen geht, zur Verfügung gestellt haben. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese offenen Antworten, meine Damen und Herren. Wir sagen noch einmal Danke bei Frau Kraus, Herrn Heiner und Herrn Stoschek für diese Podiumsdiskussion. Medipolis. Ihre Online-Apotheke. Gut beraten, clever gespart.